Oida, was geht ab, Leute? Die Bubble Tier. Heute haben wir den Luca. Hallo. Ja, also ich stelle die Clownwelt vor. Wie ist das Event letzte Woche? Letzte Woche, das war das Qualifier für LLDS, oder? Genau, Vlog wurde heute hochgeladen, könnt ihr mal abchecken. Ja, bin ich mit unseren Jungs. Bin ich 6-1 gegangen, also vierter Platz. Gegen was hast du verloren? Gegen Inferno. Hat sich aber auch nicht wirklich im Side-Tag. Okay. Aber das Deck läuft stabil, oder? Das Deck ist wirklich super konstant. Okay. Das ist auch was. Der Infernal-Spieler war schon krass, oder? Ja, der war überkrass. Keine Chance gehabt, weißt du? Gino Hüger! Okay. Ja, fängt mal an. Breite Holz schon, dann machst du doppelt plus, wenn du mit ihm angreifst. Also plus 2 plus 3. In 1000 Plays, ich weiß nicht, er kommt nicht so oft, aber ab und zu schon ganz gut. Wenn du ihn specialst, dann ihn direkt normalst, dass du ihn direkt im Break, wenn du ihn von ihm searchst und dann hast du halt Combo ready. Dann 3 von dem, erste Karte einfach, 3 verschiedene Effekte, Search. Saug Damage auf, ja, ist einfach die beste Karte von den Clowns auf jeden Fall. 2 von denen, auch einfach um das Feld zu spammen. Einfach immer, ja, immer wenn du einen auf dem Feld hast, kannst du ihn dann specialen, wenn er... 2 von denen, 2 sind genug, genauso wie bei dem. Du willst niemals mehr als einen von dem auf der Hand haben, du kannst dir eh searchen. 2 Gigabytes, ja, einfach specialen, wenn du ihn kontrollierst vor allem, oder wenn du ihn searchable... Also ein Hexer, oder? Ja genau, wenn du einen Hexer kontrollierst, searchable mit King of the Feral Imps, also... Hilft doch einfach das Feld zu swarmen, dass du schnell Damage aufs Feld bekommst. Ja, die 3 Würmel los, einfach bester First Turn, auch gegen Necros, wenn du einfach eine Traffic Nightmare suchst, hast du einfach schon mal unglaubliches Plus, unglaubliches Advantage im Game. Wie schon gesagt, bestes Play, Special E, Normal Z, Search, mach was mit ihm, mach Exit, mach nochmal eine weg, also das ist einfach ziemlich gut. Den einen Mathematiker, einfach, du kannst einfach raussuchen, entweder legst du ihn ein, dann kannst du ihn searchen, wenn nicht, dann special er sich direkt, setzt auch 1000 Plays ab, also, aber auf 1 ist es total genug. Und dann natürlich 3x 10. Einfach zu gut im Format, egal, du machst einfach Kurs. Und wenn du nur Trade für 1 machst, standst du ihn einfach für den Spiel zu, dass er nicht mehr machen kann. Das ist deswegen erste Karte vom Format. 3 Institutions. Ich habe viele gesehen, ich spiele nur 2 oder 1. Ich finde es einfach, das ist die beste Karte. Löst eigentlich fast jede Situation, in der du dich befindest. Und deswegen einfach weiter. Willst du so schnell wie möglich haben, ist eine foolish aus demselben Grund. Den reinlegen, einfach konstant. Du musst eine 3 Gegner, die einfach zu gut, einfach berechnen. Wäre jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn du sagst, du spielst 2 Mathematiker, ja, nicht besser als Foolish, weil der macht den Minus, bei dem heißt du noch Monster? Ja, er klaut dir halt ab und zu die Normal und das Level 3 Monster auf dem Feld bringt halt dann meistens dann lieber so, dass du nochmal Normal bekommst. Genau, dass du noch einen Normal Summon bekommst für den Level 4er. Okay. Er kann halt auch durch Wähler gestopft werden. Ja. Bei Phoenix Chains, ein Protect Negation und kannst ein bisschen storen, kannst einen 4er auf dem Feld behalten, kannst ein bisschen 4er normal und dann ist das Monster wieder wegnehmen. Also, 2 Breakthroughs, ja, aus demselben Grund ein Protect Negation. 2 Mirror Force, weil du nicht immer in Exit gehen willst, also wenn du nicht immer in Exit machen willst, um kleine Monster eigentlich zu clearen, weil die Monster selber recht schwach sind, kannst du auch einfach dann forcen und so weiter. 2 Nightmares, eine BTA und eine Timespace. Die sind einfach zu gut gegen Necros, einfach Fischler stoppen oder alles mögliche. Findest du jetzt die besser als Void Trap Hole oder? Muss ich ehrlich sagen nicht. Ich würde wahrscheinlich 1-1 spielen, 1-1, okay. Aber ich habe zurzeit keine Void Trap Hole, weil ich den nicht ausgeben wollte dafür. Aber ich habe auch keine Probleme. Also zurzeit hatte ich, es ist nur gut gegen Shadow zurzeit und wird halt später erst wichtiger, die Void Trap Hole. Zurzeit ist das eigentlich vollkommen ausreichend. Die eine Timespace war ich nicht so, weil sie dann ansonsten tot gegen VR zum Beispiel ist. Und sie ist halt auch eine gute Karte gegen VR, um einfach einen Dante wegzuspinnen, den Effekt und dann vielleicht einen aus der Hand special, den Effekt auch noch quasi zu umgehen. Das ist einfach nur ein anderes Special aus Frage. Bottom ist einfach Staple, ja, eigentlich gegen alles. Und dann auch die Runoffs, Penalties, TT und Warning. Ja, einfach broken, wenn du irgendeine davon ziehst, ist meistens Game Changing. Ja, das musst du einfach spielen. Zum Extra Deck, 2 Loans, 2 reichen, du ziehst meistens nie 3 Institution in einem Game, deswegen reichen 2 Loans. Ein Arc, ich spiele immer noch gut. Ich spiele einen Cowboy noch, das wäre aber eigentlich ein Masquerade, wenn ich einen hätte. Ich bin gerade kein. Ein Rhapsody, allgemein gut, gegen fast jedes Deck.
für OTK hast du schnelle Push. Das mache ich echt selten, habe ich das jetzt noch nie im Turnier gemacht, aber ist allgemein einfach nur eine gute Push-Karte. Dann die 2K-Zelt, einfach weil ich es gut finde gegen Shadow zum Beispiel, und meistens reicht mir einfach einer nicht. Und dann will ich nicht immer die Situation abwarten, so ist er jetzt richtig oder ist er nicht, sondern dann mache ich ihn einfach und habe einfach nur einen. 3 hoch beste Karte, ich würde mir überlegen, noch einen zu spielen. Ich bin einfach damit Backlos und mach dein OTK safe. Den einen King auf the Feral Imps, um Gigabyte rauszusuchen, um dein Feld zu spawnen. Wenn du überlegst, kannst du halt zweimal suchen, dann bist du alle zu holen, die BA. Der ist meistens so da, um deine Exceeds zu recyceln, zum Beispiel einen Direwolf oder so, und einfach nur um das schnellste Plus zu machen. Der ist gut gegen Unicorn, um drüber zu rennen, und Tower Out, wenn er halt 2 auf dem Feld hat, dann kannst du den einen kopieren und damit noch über Tower rennen. Exiton, auch ziemlich gut. Und den, also ich würde jeden eigentlich empfehlen, den zu spielen. Ich habe nur einen Deck von Falls nicht gesehen. Aber wenn du ihn gegen Ritz wirklich zum Beispiel rauslegst, hast du eigentlich schon fast gewonnen, wenn er jetzt keine Backrow oder so hat, die ihn stoppt. Und gefallen ist er auch eigentlich gut, weil er keinen Deckard schon hat, weil er die Großen stoppen kann. Spiele ich 3 Ghost Ogres. Ich habe zuerst Fairy Winds gespielt, von ihn aber besser. Ich finde sie besser, weil der First Turn agiert. Ich weiß noch gegen ein paar andere Matchups auch zum Beispiel. Zum Beispiel gegen Witcher Beast, wenn er einen Normit und den anderen aktiviert, immer einer von beiden den Effekt und dann klaust ihn einfach das eine Monster und dann kann er nicht mehr fusion. Einfach eine gute Karte gegen. Auch manche random Matchups in Regions. Dann 3 Flying Verteidiging Team Save. Zerlegt einfach Shadolz. Wenn du sie hast und eine Mirror Force Backup, hast du einfach gewonnen. Sie können nichts dagegen tun. 3 Puppet Plans. Sie kommt richtig gut, weil du hast das Problem mit Unicorn, wenn du sie wegspinnst, das ist das einzige Exit Rebellion Dragon. Du kannst auf Unicorn nehmen, 4er Exit machen. Oder gegen Valkyros willst du auch meistens kein Castell machen oder so, weil es ein bisschen wasted ist, 2 Karten gegen eine. Dann nimmst du einfach die Triple Team weg und draws einfach. Das ist einfach ein guter Clear gegen Valkyros. Die 3 Flying Seas sind einfach gut gegen BA. BA ist halt ein einziges Out, eigentlich, wenn du einen Dweller hast, und wenn ein Dweller-Player nicht gescheit durchkommt, hast du schon große Probleme gegen BA. Deswegen spiele ich einfach die, du kannst ihn hinlegen, chillen, kannst mit deinem Feral Imp searchen, kannst mit deinem Ghost Emerald recyceln und machst einfach unendlich Plus, wenn er nichts macht. Und dann zum Schluss 3 Space, die sind einfach zur Zeit im Main Deck nicht needed und zeitest du dann einfach gegen die richtigen Matchups. Ich sage es natürlich dazu, weil ich gegen Inferno verloren habe, man kann natürlich Iron Vault spielen, ich denke auch, ich werde mindestens 2 reintun, weil Inferno ist doch ein ziemlich schlechtes Matchup, das kannst du schon probieren. Das war's für mein Necrophile. Alles klar, danke dir. Ja, auf jeden Fall. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt uns gerne Videos ab, checkt uns gerne ab. Sponsoren ab. Viel Spaß noch.